Hallo, hier ist wieder Xi und Squad mit Mega Maker. Erstmal das Gamepad hier in die Hand nehmen. So. Und da ist mir schon wieder mein Aufnahmeprogramm abgeraucht. Das passiert manchmal, wenn ich Level öffne. Ich verstehe nicht, was das soll. Und darum braucht es unbedingt tötende, verschwindende Blöcke. Toll. Aha. Nee. Das gefällt mir hier gerade nicht unbedingt. Will ich überhaupt weiter? Ganz offensichtlich nein. Wieso muss denn jetzt der Mega Maker plötzlich so anfangen zu spinnen, wie es Fallout 3 damals gemacht hat? Fallout 3 hat genau dasselbe Problem gehabt, dass mir dazwischen durch einfach mein Aufnahmeprogramm abgeraucht ist. Dann durfte ich halt das Spiel schließen. Oh ja, danke, mehr unsichtbare Blöcke, die mich töten. Gut, dass ich sowas riechen kann. Beziehungsweise eben nicht. Reagiert. Okay, dann machen wir die Passage halt so. Ja, toll. Toll gemacht. Hey, Spieler, du bist im falschen Moment des Sailors rübergegangen. Jetzt darfst du nicht da rein. Toll. Yay, hey, Spieler. Da ist ein Abgrund, aber ich helfe dir rüber. Wir sind doch Freunde. Da, was soll ich machen? Ich weiß doch nicht, an welcher Stelle der Zähler ist. Woher soll ich das denn wissen als Spieler? Mhm. Wenn du nicht zum richtigen Zeitpunkt da stehst, siehst du nicht die komplette Brücke und darfst erstmal warten, bis der Zähler wieder bei 1 ist. Ein Schmarrn. Ja, ich kann an der Stelle aber nicht wissen, wo der Zähler gerade ist. Woher denn? Der Block da oben sieht übrigens ziemlich hässlich aus.
Machen wir es halt so. Yay, kurz vor dem nächsten Zwischenpunkt krepiert. Super. Mehr unsichtbare Blöcke, die mich töten werden. Mir ist schon klar, was für einen Namen das Level hat. Das ist Level... Ja, wobei. Nee. Der Levelname bezieht sich tatsächlich einfach nur auf die Bomben. Der Levelname bezieht sich nur auf die Bomben. So, warum jetzt schon wieder die verschwindenden Blöcke, die mich töten? Mhm. Toll. Super. Ja. Mehr. Mehr davon. Meine Güte, andere Leute haben Todesfallen damit. Gebaut, der macht's einfach mal zu seiner Levelmechanik. Gott, gib mir das auf den Keks. Oh ja, kann halt nicht immer Spaß machen, ne? Es kann halt nicht immer Spaß machen. Yay, ich hab das Rätsel gelöst. Uhu, ich bin gut. Oh nein, ich kann den Gegner nicht treffen. Oh nein, ich darf da drüben nicht durch den Eingang? Oh ja, jetzt fangen wir noch mit sowas an. Aha. Haben wir Spaß? Nee. Aber ich dachte mir schon, dass das nicht gut enden würde, wenn man den... Wenn man den Leuten bei Mega Maker Generatoren für sowas gibt. Das kann nicht gut enden. Erst recht, wenn sie damit anfangen. Und darum will ich dadurch. Ist das dein verdammter Ernst? Das kann der doch nicht ernst meinen. Kann ich bitte einfach danke? Oh Gott. Ja. Dann kommen wir halt noch mit so einem... Yay, Metal Man mit explodierenden Gegnern, die irgendwie daherkommen. Das ist so ein Rotz, die ganze Sache hier. Und dass er mich da halt vor dem Boss theoretisch auch nochmal mit sowas hier erledigen wollen würde. Das ist halt die nächste Frechheit.
Und ja, ganz ehrlich. Nach dem Level hier sehe ich das jetzt nicht ein, den Metal Man hier auch noch normal zu besiegen. Das Blödsinn ist. So. Bitteschön. So ein Blödsinn. Nee. Bitte wieder Level, die Spaß machen. Time Scorpion. Aha. Moment. Finally, Yagami, make a... Nein. Iceman Challenge. Okay. Aufnahme hat überlebt. Und lebt immer noch, Gott sei Dank. Ja, ich muss jetzt offenbar bei dem Projekt hier auch noch drauf achten, ob meine Aufnahme das... Beginn eines Levels überlebt. Das ist sehr schade. Ja. Mhm. Mal wieder hässliche Türen. Ja. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Was soll das hier? Wo wäre der andere Gang gewesen? Ich mag's übrigens nicht unbedingt, dass er, wenn ich so... durch Türen. Wäre das eine Todesfalle gewesen, wenn ich mich nicht bewegt hätte? Hier genauso wieder. Warum? Warum ist da diese Stachelkugel? Und ja. Auf die Gegner habe ich auch schon keinen Bock gehabt. Ich habe sie im Editor letztens gesehen und dachte mir schon... Och nö. Ich sah sie im Editor und dachte mir... Och nee, nicht die. Aber ja, klar. Nach Big Eye muss natürlich auch noch sowas. Ja, ja. Okay, bevor ich dann da drinnen drüben in der Wand lande und nochmal den ganzen Käse hier spielen muss, machen wir lieber so. Ah. Und wenn ich das so mache... War jetzt eine Part quasi komplett umsonst oder wie habe ich das hier zu interpretieren? Naja, also er hat mich ja gerade ganz offensichtlich wieder zurückgeworfen. Was hat diese Bombe da gerade gemacht? Das waren ja drei Explosionen. Levelersteller, was willst du hier von mir? Ich verstehe dein Levelkonzept nicht. Oh Gott, nee, die Dinge gibt's auch wieder. Die habe ich zuerst noch gar nicht gesehen.
Ja, ich habe in der vorletzten Folge noch gemeint, ja, Iceman ist ja ein Gegner mit Potenzial. Das ist jetzt keine Art und Weise, wo ich sagen würde, da wurde das Potenzial genutzt. Um das mal geklärt zu haben. Nee, das ist einfach wieder... Guck mal, Spieler. Ich habe hier einfach alles Mögliche in meinem Bossraum zusammengeschmissen. Viel Spaß mit meinem furchtbar gestalteten Boss. Toll. Meine Waffenenergie ist auch aufgebraucht. Ja. Ganz ehrlich, ich werde mir jetzt mal kurz meine Waffenenergie wieder voll ernten. Ich werde jetzt kurz erstmal Firestorm wieder aufladen. Es hat keinen Sinn, das Ganze ohne Waffe zu probieren. Wenn man sich diese ganze Boss-Abbaute anschaut, das ist nicht dazu gedacht, dass man diesen Bosskampf ernsthaft macht. Allein schon die Tatsache, dass wir hier zwei Generatoren mit den Gegnern haben. Braucht mir doch keiner erzählen, dass das ernst gemeint ist. Und das tue ich mir auch nicht an. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Bossgegner, wo ich ein gewisses Konzept dahinter erkennen kann, tue ich mir gerne ohne Waffen an. Versuche ich gerne ohne Waffen durchzukommen. Und ich habe auch schon mal einen Boss gemacht, der konzeptionell nicht das Beste überhaupt war, den man trotzdem ohne Waffen irgendwie hinkriegen konnte. Das war damals dieser Metal Man in der furchtbaren Metal Man Level Nachbaute. Sowas, bei sowas probiere ich mein Glück. Aber nicht bei sowas hier. Nicht, wenn man mir einfach nur zig Gegner um die Ohren haut. Weil dafür steht's einfach nicht. Brauche ich meine Zeit nicht aufwenden, noch viel mehr brauche ich auch nicht eure Zeit damit verschwenden. Was bringt's denn, wenn ich hier in meinen Folgen dann mit Mühe und Not versuche, so einen Bossgegner zu erledigen? So, gucken wir mal kurz. Vielleicht kriegen wir ja hier noch unsere... Na komm, lassen wir uns erledigen. Da allein halt schon zwei solche Gegner, wodurch ich beim Bossgegner dann nicht mal wirklich anständig was machen kann. Drei Mentors, alles was recht ist, aber das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel. Ich werde jetzt versuchen, diesen Iceman so schnell es geht niederzuhauen. Ja, und jetzt klingelt auch noch das Telefon. Na, toll. Ja, kleinen Moment, ich mache einen Schnitt. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und... Was ich gerade auch mal ausprobieren will, was ist hier? Okay, hier ist ein Abgrund. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das Level nicht tatsächlich nochmal von vorne spielen möchte. Oder ob ich mir nicht tatsächlich ein paar Energietanks holen möchte. Na ganz ehrlich, die ganze Sache hier...
Ja, vor allem so viele Energietanks, wie er da vorher an den Kopf geworfen bekommen haben, kann ich mir halt gut vorstellen, dass es tatsächlich so gedacht ist. Einfach damit wir da ein bisschen besser gerüstet reingehen, weil ich habe keine Lust, so einen Kampf irgendwie ernsthaft zu bestreiten. Ich habe auf so einen Kampf wirklich keine Lust. Yay. Oh mein Gott. Wie habe ich das nur hingekriegt? Ich Meister. Ja, da war jetzt auch nur diese kleine Passage. Es war ja nicht schwierig, das Ganze hier. Aber wir hatten ja dann diese kleine Passage mit den, mit diesen ganzen Gemini-Froscheiern. Da lagen lauter Energietanks und die werden wir uns dann holen. Und ja, ganz ehrlich, wer sein Level so baut, der legt letztendlich, glaube ich, darauf an, dass man auch das nutzt, was einem da hingelegt wird, da, wenn man sich das Ganze hier anschaut. Dann nehmen wir halt die ganzen Energietanks mit. Wenn der Ersteller meint, es wäre so toll, so einen Boss mit zig kleinen Gegnern, die einen Nerven bauen zu müssen, dann... Ja. Und dafür war halt jetzt auch diese Zusatzpassage. Es ist doch alles einfach nur ein schlechter Scherz hier. So. Dann haben wir das hier noch mit dem tollen Gegner, auf den man sehr gut reagieren kann. Yay. Der Teleporter. Dann sind wir wieder hier. So. Ja, wie gesagt. Dann arbeiten wir uns halt jetzt einfach mit Energietanks durch den Boss durch. Mir doch wurscht. Warum auch immer die Gegner jetzt nicht mehr erscheinen. Aha. Und wenn man sich hier gegen die Wand kuschelt, dann kommen die Gegner aus irgendeinem Grund nicht mehr. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Es ist mir auch vollkommen wurscht, wir haben das Level beendet. Ja. Negative Wertung kann ich mir nur anschließen. So ein Rotz. Eieiei. Hidden Shipyard. Ja, wir hatten Metalman heute schon. One idea of boss fight. Cool. Eine Bosskampfidee. Was hast du dir denn überlegt? Aha. Ha. Das hat irgendwie was. Boing, boing.
Ja, aber auch die Waffe von Bombman war etwas, was ich durchaus erwartet habe. Das einzige Problem bei der ganzen Sache ist halt... Funktioniert jetzt alles nicht so perfekt, ne? Wobei, doch, das geht schon. Das geht schon. Ist so gesehen eigentlich gar nicht blöd, ne? Man muss als Spieler auch überlegen, wie man ordentlich ausweicht. Nee, das geht. Das ist eigentlich in Ordnung. Optisch ist es halt wieder, Aber gut. Es ist halt, naja. Es ist halt Cutmans Level, ne? Von der Optik her. Von daher... Kann ich mich da jetzt nicht mal wirklich drüber beklagen. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, warum reagiert die Bombe erst, wenn sie ein zweites Mal aufkommt? Auf die Sprungbretter. Boing. Ja. Das war dumm. Nee, ich verstehe wirklich zwischendurch nicht, warum die Bombe darauf nicht reagiert, aber ja. Auch die Art und Weise, wie diese Waffe hier funktioniert, zeigt wieder, wie viele Gedanken sich die Leute hinter Mega Maker gemacht haben. Wie viel die sich da überlegt haben. Denn die Reaktion einer solchen Waffe auf sowas wie die Sprungfedern, das ist etwas, was einprogrammiert werden muss. Das funktioniert nicht von vornherein. Das ist keine Sache, die sich einfach nur aus dem Zusammenhang ergibt, sondern das ist etwas, was die Entwickler des Mega Maker sich durchaus so überlegt hatten. Und... Ping. Ja, ich finde es auch gut, dass die Bomben so eine Reichweite haben. Das hat mir gefallen. Das war ein schöner Bosskampf. Dankeschön dafür. Haben wir wieder positive Erfahrungen. Ach ja. The Big Tower. Nochmal timen. The Big Tower klingt auch absolut nicht nach einem Level, das eine Weile dauern wird. Der große Turm. Aha. Die Dinger haben wir auch wieder. Hab so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute vom Mega Maker sich jetzt nach und nach durch die einzelnen Mega Man-Teile durcharbeiten. In der Zwischenzeit ist man halt jetzt so weit durch Mega Man... das geht. Ach, die Dinger haben wir jetzt auch noch. Oh Gott. Ich merke, ich habe mich im Editor nicht gut genug umgesehen. Wir haben sogar die Säulen wieder. Okay. Ja, aber da soll man dann den Ice Slasher nutzen. Möglichkeiten zum Aufladen haben wir ja zur Genüge, von daher... Keine Beschwerde darüber.
optisch, ja, ist das hier soweit in Ordnung. So, rap. Und ja, auch hier wieder Sterne im Hintergrund. Ich mag's. Der hat auch schön wieder die Fähigkeit bekommen. Das finde ich gut. Übertreiben Sie es mal nicht. Oh ja, diese Schlangenköpfe. Aber ich weiß schon, in welchem Level ich die gut einsetzen können werde. Röp. Aua. Röp. So. Genau, das wollte ich. Ah, wir haben wieder den... Wir haben wieder die Möglichkeit, Waffen aufzuladen, ohne... dass sie ausgerüstet haben müssen. Das finde ich auch sehr gut. Gegner im Mittelpunkt. Und dann auch noch die Gegner. Bin jetzt kein großer Freund davon. Die Gegner erscheinen halt auch schnell wieder. Ist natürlich, wenn man sich aufladen möchte, nützlich, aber... Ach komm, das dauert zu lange. Ja, da kann ich halt viel dagegen machen, ne? Ist schon machbar, die Situation, aber ich finde es halt in der Situation einfach überladen. Genauso wie die Schlangenköpfe, warum muss das denn sein? Ist ja gut und schön, wenn man die einbauen will, aber... Auch wieder... im Mittelpunkt in einem nicht unbedingt ruhigen Bereich. Ja. Das Problem mit den Plattformen habe ich ja schon mal erklärt. Ah, da geht's weiter hoch. Ich sehe. Ich sehe. Ah. Ja. Und genau deswegen hatte ich keinen Bock drauf, dass den Leuten Gegnergeneratoren gegeben werden. Weil die Leute halt dann... diese Teile ständig an höchst nervigen Stellen einbauen. Wer... Wo kam denn der jetzt noch schnell her? Oh Gott. Ja, es gibt halt... Was genau soll ich an der Stelle mit dem Gegner anfangen? Ja, dachte ich mir, dass der da runtergetänzelt kommt. Deswegen habe ich mich da auch gerade gewundert. Aha.
Warum soll ich mir die Arbeit machen? Wettererstelle? Auch wieder schöne Sache. Hey, benutzt doch bitte mal eine Waffe. Auflademöglichkeit. Nee. Nee. Warum denn? Wer muss sich denn aufladen? Die Stelle ist so einfach. Oder so eine Aussage, die ich auch ganz toll... Oh Gott. Ernsthaft? Eine Aussage, die ich auch ganz toll finde. Es ist nicht schwierig, wenn man es schafft. Ja, du. Nee. 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 Ich dachte zuerst, das Level wäre... Das wirkte komisch. Ich dachte, das Level wäre solide, aber... So. Es ist wieder passiert. Mein Aufnahmeprogramm ist wieder abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Jetzt ist mitten im Level abgeschmiert. Ich weiß nicht, was ich gedrückt haben soll, dass das passiert. Offenbar ist jetzt irgendwas am Mega Maker umgestellt worden, was mein Aufnahmeprogramm nicht verträgt. Keine Ahnung, ob da zwischendurch einfach das Spiel wieder wechselt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Hersteller da jetzt geändert haben. Dementsprechend läuft es wohl darauf hinaus, dass ich Mega Maker nur noch mit meinem Übertragungsprogramm, mit OBS, aufnehmen kann. Die Folge beende ich jetzt an dieser Stelle, damit ich das alles noch auf dieselbe Art und Weise verarbeiten kann. In der nächsten Folge sind wir halt dann wieder bei dem Boss. Spiele ich es halt außerhalb der Aufnahme nochmal hin. An der Stelle sage ich aber, das war Mega Maker für heute. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.